Der Homo Dudleidus, auch als gemeiner Kerbär bekannt, sowie sein Begleiter der Weiße Ritter, Hercules Erectus, gehören einfach nicht nach Star Citizen. Sie wollen in Ruhe spielen, herumfliegen, die Pixellandschaften bestaunen und ihren Reichtum gemütlich auf einem einsamen Planeten vermehren, um dort ihr kleines Domizil aufzubauen. Hin und wieder einen NPC töten, eine Mission machen, das ist genau das, was ein Aufbau-Weltraum-First-Person-Multiplayer-Spiel aus ihrer Sicht ausmacht. Der falschen Sicht. Die Weiten des Weltalls und der Care Bear mittendrin. Das geht nicht. Auf keinen Fall. Wir werden ihnen beibringen müssen, was sie zu tun haben und wie das Spiel funktioniert. Zum Beispiel den Funk beachten. Oder den Chat lesen. Die benehmen sich, als wären sie blind. Entweder sie ordnen sich dem Multiplayer unter, lernen die Mechaniken oder sie sterben. Schließlich sind Leute wie ich schon in der Übung und dadurch bessere Kampfpiloten. Wir loten das Spiel in der Gänze aus. Man muss das schon mal mindestens 10 Stunden in der Woche spielen, damit man ein Citizen ist. Der weiß, wovon er spricht. So ein bisschen Mining oder Trading ist ja lächerlich. Da ist doch viel mehr. Es ist doch ganz einfach. Entweder die passen sich an das, was CIG geplant hat, oder sie müssen sich ein anderes Spiel suchen. Es geht größtenteils um PvP, nicht um reines PvE. Singleplayer-Games am Markt bieten es doch auch schon und es gibt eine breite Auswahl. Die Carebears hätten sich einfach besser im Vorfeld informieren sollen. Dieses ganze Geschimpfe über Griefer und wir würden ihnen das Spiel kaputt machen, exploiten, die Spielerfahrung stehlen, ist ein Hohn. Im Chat wird man von weißen Rittern beleidigt, nur weil es der Händler nicht schafft, an uns ohne Platzen vorbeizufliegen. Dann nimm dir halt den Leitschutz mit. Außerdem kannst du auch Schildlöcher nutzen oder dir Waffen dran machen, die overpowered sind. Dafür können wir ja nichts, wenn CIG das nicht fixt. Du hast das Spiel nicht verstanden, aber das lernst du noch. Verlass dich drauf. An dieser Stelle muss ich kurz einbremsen. Ich habe versehentlich das falsche Skript vorgelesen. Wir spulen nochmal zurück von vorne und fangen dann nochmal an. Bitte entschuldige die Unannehmlichkeiten. Der Homo Terminatus, bekannt als Playerkiller, genau wie dieser Halbaugen-Neandertalensis, umgangssprachlich Pirat, gehören einfach nicht nach Star Citizen. Die tauchen überall auf und schießen auf alles, was nicht nied- und nagelfest ist. Dann werden die Schildlöcher und Waffenexploits genutzt, um einen zu one-hitten, dass man direkt zu Boden fällt. Das kann doch keine Piraterie sein. Was sind das für Leute? Das ist ein MMO und da spielt man zusammen. Überall gibt's die leider. Überhaupt. Das Spiel gibt Piraterie auch noch gar nicht her. Die selbsternannten Piraten können meine Waren ja noch gar nicht verkaufen. Oder bei den Minern gibt's nicht viel Profit. Und die mühen sich verdammt ab, um das Geld zu farmen. Das ist so falsch, so zu spielen. Warum schießen die sofort? Ja genau, aus Langeweile. Wenn die schießen wollen, sollen die ein reines PvP-Spiel spielen. Davon gibt's genug am Markt. Die haben hier in SC einfach nichts verloren. Star Citizen ist ein Spiel für alle und bestimmt nicht für ein paar Kiddies, die einen im Chat auslachen. Oder wenn die jemanden erpressen wollen, warum soll er dann zahlen? Also, ich spring mich doch lieber in die Luft. Das ist doch noch alles Alpha. Man sollte diese Asozialen mit diesem asozialen Verhalten melden und die Spieler bannen. Vielleicht bekommen die einen PvP-Server. Dann hätten wir alle unseren Spaß und alles wäre gut. Oder reine PvP-Gebiete. Die meisten wollen einfach nur mit ihren Freunden gemeinsam eine gute Zeit haben. Und nicht von solchen Griefern, die so tun, als wären sie Piraten, abgeknallt werden. Ganz schlimm, die Petrammer. Ich finde die Knastzeiten noch viel zu gering. Außerdem exploiten die sich einfach aus dem Knast raus. Strafe muss sein, oder? Wir brauchen eine Meldefunktion für diese Leute. Ach, wie dumm von mir. Das war das Skript aus dem anderen Ordner. Wir fangen nochmal an. Jetzt passt es.
Einige Fragen in meinem Kopf sind klar, andere diffus. Ich mag das mal sortieren. Es gibt verschiedene Spielertypen, Motivationen, Emotionen und Annahmen. Spielertypen wie Eilige, Ruhige, Zielgerichtete, Erforschende, Eliten sowie Noobs. Alle wollen Star Citizen spielen. Die Motivationen sind ebenfalls breit gefächert. Sich selbst beweisen, Zeit verbringen, erkunden, staunen, reich werden, alles ausreizen und so weiter. Über Emotionen lässt sich schwer diskutieren, denn wer würde gerne zugeben wollen, dass er ein schlechter Verlierer ist oder wie es sich anfühlt, sein Ziel nicht zu erreichen? Die wenigsten. Das führt zu großen Problemen. Die negativen Emotionen werden auf die anderen projiziert und dann in eine vermeintlich logische Diskussion überführt. Diese macht einen dann zum Rechthaber. Die eigenen Ansichten sind natürlich stets fast unanfechtbar. Das wird dann mit Annahmen gefüttert, die man sich angelesen oder in einer Filterblase gegenseitig zudiskutiert hat. Und schon ist der Streit da. Neudeutsch, Beef. Die gegen uns. Also nicht wir gegen die, nein, die gegen uns. Plötzlich sind dann alle Leute, die PvP nicht mögen, wütende Carebears. Und alle Piraten sind automatisch Griefer. Aber nur, wenn es einen trifft. Nicht, wenn man darüber redet. Man selbst wird stets nur Opfer von Griefern, beziehungsweise trifft ungefähr umgekehrt immer nur auf einen typischen weißen Ritter. Aus der Vogelperspektive hat jeder die Weisheit mit Löffeln gefressen. Aber in der direkten Konfrontation ist die Welt ungerecht. Die Fronten sind klar geregelt und jeder hat recht. Und dann kommt Chris Roberts. First off, it's not, this is like a lot of people seem to think of Star Citizen as like PvP. There can only be one Highlander star, right? I put that in my letter, but it's not. I mean, it's yes, if you want to participate in PvP or compete with other organizations, we are going to put that gameplay in there. But the design of this is to have like 90% of the universe be AI, you know, like, you know, so actually most of your content in the game will be PvE, and it's certainly going to be fashioned in a way that if you don't want to engage in mano a mano or person a person, woman a woman or whatever, whatever I should say, the appropriate setup in terms of competition, you don't have to. And, you know, one of the reasons why I want 90% AI population is that, you know, the problem with PvP is there is always a winner and a loser. And both those people are players that have paid money for the game. And, you know, not everyone is the best dogfighter, or not everyone's the best FPS player, or not everyone's the best trader or whatever. So the great thing about AI is we can make AI of all levels. So no matter what, even if you're a crappy dogfighter, you can still take down some AI pirates and feel like, you're the man. You know, it's like, okay, yeah, I got him, I took him down. And so that's, I really want to make sure that that's there so people can have a good time, because if you're only ever competing against other people, then there will always be winners and losers. And if you're someone that's not that great or don't have enough time to really practice up, it'll be a sucky experience for you and you won't play. In einem Interview von 2018 sagte er frei übersetzt, dass manche denken, es könnte in Star Citizen nur PvP und einen Highlander geben, aber das ist nicht richtig, das ist das Spiel nicht. PvP gehört dazu, aber 90% des Universums wird von KI bestimmt und der meiste Inhalt in Star Citizen wird PvE sein. Player vs. Environment. Aber er sagte auch, wenn man sich nicht im Wettbewerb mit anderen messen möchte, dann muss man das nicht. Das Problem mit PvP ist, dass es dort immer einen Gewinner und einen Verlierer gibt. Nicht jeder Spieler ist der beste Dogfighter. Die KI wird sich hingegen dem Spielerlevel anpassen können, sodass es hier Chancen für jeden gibt, um mit gutem Gefühl aus dem Kampf hervorzugehen. Mir ist wichtig zu betonen, mir, Luke, dass man aber dennoch in solche PvP-Begegnungen kommen kann. Natürlich wird man auf Spieler treffen, die einem ans Leder holen. Hier gehe ich einen Gedankenschritt zurück und sage nochmals,
Man kennt nicht den Spielertyp, die Motivation und dessen Emotionslage. Also ist Vorsicht geboten im Spiel. Zum aktuellen Stand der Entwicklung ist alles klein. Das Universum, die Spielerzahl, die Server, die Möglichkeiten. Wenn etwas klein ist und nicht viel Platz hat, dann erzeugt das viel Reibung. Und an diesem Punkt sind wir gerade meiner Meinung nach. Man hängt eng aufeinander, es gibt wenig Orientierungspunkte und die Spieler machen sich das Spiel. Vor allem diejenigen, die viel Spielzeit investieren. Meine Quintessenz aus dem Ganzen ist, dass jegliche hochkochende Emotion unschlüssig ist, solange die Chris Roberts Version des Spiels nicht in einem vorgesehenen Stadium ist. Alle Annahmen von uns sind nur Annahmen. Die Wünsche sind im Fluss, die Entwicklung verzweigt sich und wir wissen nicht genau, wohin die Reise geht. Das Einzige, was jeder für sich zu tun in der Lage ist, ist zu überprüfen, wie er mit einer Situation umgeht, die er nicht kontrollieren kann. Also, was tust du, sobald du auf andere Spieler triffst? Wie wird sich dein Gedankenkonstrukt auswirken? Wirst du den Typen aus dem Rock ballern? Wirst du den Griefer melden? Entspannt euch. Ich bin der Gux. Ach, noch eine Sache. Von diesem Video gibt es zwei Versionen. Um zu sehen, welche Einleitung bzw. These hier für mehr Interesse oder Aufregung sorgt und wo es mehr Daumen in unterschiedliche Richtungen hagelt, habe ich schlicht zwei Videos gemacht. Einzig unterscheiden sich die Anfänge, Titel und Thumbnails. Du brauchst das andere Video also nicht zu schauen, da ist genau dasselbe drin. Ich bin der Gux, ich bin raus. And you know, there will be areas where there can be crossover between the two, but it's up to you, whatever you're going to do. And in that case, I don't, you know. You set your own win condition. Yeah, I don't understand. Yeah, I, and this is just how I want to play, how I would want the game to be, how I want games to be. I mean, it would probably help if, you know, people just, I think, they base their, what they know from past games or they theory craft and they all get worried and concerned about it. But, you know, I know what we're building and it's built in such a way that I'm truly aiming to build a game that hits these different spots. And you know, I think it said in my letter, it has a really large tent for everyone, and it's like just a destination that you can just. It's up to you. You know, if you want to get up in it with other people, great. If you don't, you want to just chill out by yourself, you can do that. It's really just a destination and a home, and you make it what it is. And in that case, yeah, there should not be a concern. Yeah. I hear you.